Monaco in Rot-Weiß hat der herbe Kritik einstecken müssen nach der 1:2-Schlappe bei Sedan. Zu Hause gegen Absteiger Le Havre wollte man es besser machen. 20. Minute, Gallardo zu Simone, es steht 1:0. Marco Simone, der Italiener, eine Bank. Gallardo tippt an und dann passt da nicht mehr als die berühmte Zeitung dazwischen. Der Spielmacher dann als Vollstrecker nach kapitalem Abwehrfehler hier. Marcello Gallardo, der Argentinier, allein vor Hamel, ganz überlegt ins lange Eck. Bester ausländischer Spieler der Liga, Marcello Gallardo. Die Gäste dann einmal vor dem Tor von Barthez. Le Sage ist das und Bösler, der Anschlusstreffer. Damit hatte keiner gerechnet. Monaco ganz klar dominant gewesen. Aber warum sie diese Saison so konkurrenzlos sind in Frankreichs erster Division, zeigt diese Aktion. 2 Minuten später, schnell nach vorne getragen den Ball. Simone mit seinem zweiten Treffer, das 20. Saisontor. Juli war es diesmal. Beste Abwehr, bester Sturm, so Monaco im Kurzfazit. Und wer Sturm sagt, der muss Trezeguet sagen. Der erst 21-jährige Mittelstürmer, Mitglied der Weltmeister-Elf 98. Hier haben wir ihn mit extravaganter Frisur. Wachte spät auf, schlug dann aber eiskalt zu. Zur Abwechslung wieder mal die Gäste. Kustovic, so ganz eng sah man das nicht mehr bei Monaco. Aber 5 Minuten später schon wieder der alte Abstand hergestellt. Diesmal Rechtsverteidiger Willy Sagnol, der Vorbereiter. Und Trezeguet steht erneut goldrichtig. Sagnol, an dem sind ja bekanntlich die Bayern dran. Und David Trezeguet mit dem 22. Saisontreffer. Damit holt der Lyons-Brasilianer Anderson ein. Eindrucksvolle Vorstellung erneut der Monegassen.